Mahlzeit. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wie viele von euch mitbekommen haben, kommt gestern endlich das lang ersehnte Update. Und dieses Update beinhaltet nun einiges mehr als nur ein Moped. Dazu kommen wir aber gleich noch. Zum Beispiel wurde das ganze Killshoot-Zeug irgendwie zurückgesetzt. Für diejenigen, bei denen dieser Behälter nicht hier steht, solltet ihr mal im Ferienhaus nachschauen. Des Weiteren wurde der Zucker entfernt, weil da gab es einen Unlimited Sugar Bug. Interessante Sache, ist mir aber jetzt so nicht aufgefallen. Dann wurde auch noch gefixt beim LKW. Für diejenigen, die hin und wieder mal Probleme hatten, dass der LKW nicht angesprungen ist, das Ganze lag daran, dass der LKW beim Starten den Tankinhalt nicht gecheckt hat. Dadurch hat der LKW gedacht, er hat keinen Sprit, obwohl der Tank voll ist, und dadurch ist er nicht angesprungen. Was das ewige An-Aus erklärt. Was gibt es noch Neues, außer ein Moped? Gleich. Der Satsuma hat endlich einen Tankdeckel bekommen. Unglaublich, aber wahr. Endlich ist dieses Loch zu. Und, was ich sehr interessant finde, hallo Tür, bleib auf. Er hat ein Handschuhfach bekommen. Warum auch immer. Vielleicht kann man jetzt hier endlich mal Briefe oder Schnapsflaschen ablegen, ohne dass die gleich durch die Gegend fliegen. Allerdings, naja, backt er hier etwas durch den Käfig. Ist ja aber nicht weiter schlimm. Meiner Meinung nach. Weil meistens ist es eh zu. Aber kommen wir zum Herzstück des Updates, auf das viele gehofft hatten, da sie es bei einem etwas anderen YouTuber, der zum Beta-Tester auserkoren wurde, gesehen haben. Eine Art Minibike. Sehr geil, aber ihr braucht Sprit für das Teil. Das Schöne an dem Ding ist, ihr könnt es rumtragen. Was die ganze Sache sehr praktisch macht und transportabel. Deshalb rennen in den Bus. Ja, Tür zu, nehmen wir mit, weil den Sprit gibt es im Laden. Ich nehme mir die Kiste gleich mal vor, damit es dann nicht mehr so lange dauert. In der Zeit schnell noch was essen. Dreckig bin ich auch. Ist aber jetzt nicht so schlimm. Wir werden es überleben. Rock'n'Roll Überwurst geht immer. Es gab auch noch einiges mehr an Updates. Zum Beispiel Mr. Flattari. Die Zeit, bis er nach seinem Auto fragt, wurde deutlich reduziert. Dann, was gut ist noch? Das Level wurde etwas angepasst, da manche Fahrzeuge einfach mal am Wasser weggerutscht sind und irgendwo hingerutscht sind. Wir könnten ja eigentlich in der Zwischenzeit mal losfahren. Ich kann mir meinen schlauen Zettel hier auch irgendwo herlegen, vielleicht. Dann gab es einen Bug mit der Handbremse beim TÜV, dass die Handbremse immer nicht gehalten hat oder irgendwas war. Kann ich jetzt schlecht beurteilen, da war mein Auto meistens schon TÜV hatte. Gut, kann ja mal passieren. Zweiter Gang, da können wir noch ein bisschen erzählen. Und dann gehen wir raus. Was gibt es noch alles Neues? Fixing Delay, okay, also quasi mit dem Tanken wurde irgendwas geändert. Weiß ich jetzt auch noch nicht so genau, was das sein sollte. Dann wurde zum Zylinderkopf eine Schadensanimation hinzugefügt, um zu erkennen, ob ihr jetzt Schaden habt oder nicht. Euer Boot, ja, das Boot, mit dem ihr zu eurem Ferienhaus fahren könnt, verbraucht nun Sprit. Das heißt, ab sofort müsst ihr auch das Boot tanken und habt nicht mehr Endless Benzin und könnt rumfahren, wo ihr wollt. Made Swapping Gears right next to the rail tracks. Heißt, wow, an den Gleisen rennen jetzt Rehe rum. Interessant. Ich weiß jetzt nicht, ob man damit kollidieren kann oder nicht. Eure Fahrlizenz, also euer Führerschein, wenn ihr ein neues Spiel startet, nimmt jetzt auch einzelne Buchstaben an. Ihr könnt jetzt zum Beispiel H.Fuchs heißen, zum Beispiel. Oder so. Dann wurde eine Kamera hinzugefügt, die ich leider noch nicht gefunden habe, aber wir müssen ja auch noch etwas für den Livestream aufheben, mit der ihr Fotos machen könnt. Interessante Sache, aber naja, wer es braucht. Dann wurde ein Bug gefixt, bei dem die Fahrzeuge nicht richtig miteinander kollidieren.
Halt, wenn ihr ein Fahrzeug abgeschleppt habt, ist dieses Fahrzeug in euch reingebackt. Ist euch bestimmt, ist bestimmt schon einigen aufgefallen. Mir auch. Aber okay. More voice acting to Timio. Das ist der Typ aus dem Shop, zu dem wir gleich fahren. Der sollte jetzt viel mehr Sachen erzählen, als er bis jetzt schon gemacht hat. Okay, dann war irgendwas mit dem Steering Wheel Bolt, also dem Lenkradschraube mit der zentrierten Mutter da, die irgendwie nicht so richtig funktioniert hat. In den Patch Notes steht, don't ask, fragt lieber nicht. Schauen wir mal, keine Ahnung, ist mir auch nie aufgefallen. Level Terrain. Ja, was gab's denn noch Langes? Gab's noch was Neues? Die Haltung, ja. Der Saftflaschen wurde geändert, das sind die Flaschen, in die ihr das Killschuh abfühlt. Ist mir jetzt auch nichts Schlimmeres aufgefallen, aber okay. Was war denn noch interessant? Irgendwas Interessantes war noch. Ich hab's vergessen. Ja, Moment. Was sagt mein schlauer Zettel? Jetzt bloß nicht vom Zug treffen lassen. Ach ja, genau. Es gibt neue Errungenschaften. Mehr Errungenschaften und Errungenschaften für den Permadeath-Only-Mode. Heißt, wenn ihr sterbt, seid ihr tot. Für diesen Modus gibt es spezielle Errungenschaften. Gut, okay. Müssten wir uns mal genauer anschauen. Aber, wie gesagt, ich will mir auch noch ein bisschen was für den Livestream aufheben. Deshalb gehen wir jetzt mal ein bisschen Gas, fahren in die Stadt und schauen, ob wir das Mobile zum Laufen bekommen. Da wären wir auch schon in der Stadt. Und weil ich das gelbe Auto da vorne gerade sehe, zu diesem Fahrzeug muss ich dann auch noch was sagen. Aber atme aus die Kiste, damit sie nicht so laut ist. Das gelbe Fahrzeug hat nämlich eine kleine Modifikation bekommen, die sehr interessant ist. Allerdings weiß ich jetzt nicht genau, ob vorn oder hinten. Hey, ob's da nicht so... Jawohl, seht ihr das? Ihr könnt den jetzt anhängen. Was an sich eine echt coole Sache ist. Und ja, nein, nicht endless, gut. Aber da müssen wir uns auf jeden Fall mal mit dem LKW hierher begeben und uns mal umschauen, wo wir den überall hinschleppen können. Ja, er klingt etwas anders, muss ich wirklich feststellen. Und hier gibt es wieder einen neuen Atlas. Wir kaufen prinzipiell erstmal alles. Herr mit dem Zeug. Oh, Gottes Willen, Hilfe. Hm. Ach, der gleich wieder durchdrehen muss. Schlimm. Schlimm, 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 schlimm. Wir leben wirklich gefährlich gerade. Deswegen muss doch mal hier irgendwie rauskommen hier. Errungenschaft freigeschalten. Ah ja, es gibt auf jeden Fall mehr Errungenschaften. Habe ich gerade wirklich festgestellt, da jetzt gerade eine kam, von der ich keine Ahnung habe, wozu sie gut ist. Aber wahrscheinlich liegt das daran, dass ich den Typen aufgeschreckt habe. Und dadurch eine neue Errungenschaft habe. Allerdings habe ich jetzt echt Angst dann hier mit dem Moped rumzufahren, weil ich Bedenken habe, dass er mich einfach mal über den Haufen mäht. Aber macht ja nichts. Fahren kann er immer noch nicht. Ist aber alles halb so wild. Können dann hier ein bisschen in der Stadt rumgeruhigen. Haha, los hier, renn damit. Die Bushaltestelle ist auf jeden Fall wieder sehr stabil geworden. Haben wir auch schon anders gesehen. Komm, hau ab. Hau einfach ab. Besser ist. Damit hier etwas Ruhe wird. Und gut, angeblich gibt es in der Stadt auch etwas Neues, wie eine Art... Kläranlage oder so. Ich weiß auch nicht, wie lange man jetzt mit so einem Kübel Zweitaktbenzin hinkommt. Keine Ahnung.
Auf jeden Fall gibt es... Ah, hier gibt es einen Benzinhahn. Ist ja interessant. Ja, Luftfilter, schön gemacht. Motor. Federgabel, alles klar. Gabel hinten. Gut. Der Auspuff ist ja mal der Knaller. Auch hier, liebe Bekloppten, ich brauche etwas Neues. Wir machen den Benzinhahn mal... Nein, wir machen ihn mal zu. Ja. Ah, Tankdeckel auf. Zwei Takt Sprit. Kann ich das auch aufschrauben? Nein, muss ich nicht. Wie tankt man das Ding jetzt eigentlich? Keine Ahnung. Oder muss ich das jetzt direkt mit Benzin tanken erst? Nee. Moment. Oder brauche ich dazu den Kanister? Das wäre natürlich ärgerlich. Echt eine sehr, sehr gute Frage jetzt gerade. Ob ich das einfach so reinschütten muss? Two-Stoke Fuel. Also es heißt ja wirklich Zweitakt Benzin und nicht Zweitakt Öl oder so. Gute Frage. Ich weiß es gerade nicht. Oh. Da muss das Ding ja auch richtig draufstehen. Irgendwie nicht so wirklich eine Tankanzeige oder irgend sowas. Wer weiß, vielleicht springt es ja schon an. Ich weiß es echt nicht. Wow. Okay, das Ganze ist noch sehr, sehr, sehr buggy irgendwie. Oh, es läuft! Es läuft! 3, 3, 4, 4 Gänge! Geil! Interessante Sache. Ha! Nicht schlecht. Naja, das Schnellste ist es nicht. Laut wie Sau ist es auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall sehr interessant zu fahren. Wirklich wahr. Sau, der liegt aber an der Kurve hier. Okay. Okay, jetzt hat mich das erst einmal geschmissen. Interessant. Also ich glaube, auf dem Ding... mit der Kupplung, naja, müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen üben. Aber, durchaus... lustig. Wirklich lustige Sache. Und man kann es eben rumtragen. Ein wirklich sehr vorteilhaftes kleines Vehikel. Wie das von außen aussieht, ja, ist ja klar, weil wir natürlich nicht drauf sitzen. Oh, was ist das? Das sieht irgendwie neu aus hier. Was soll das sein? Hallo? Anhalten. Lass mal laufen. Was bitte ist das? Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Davon stand nichts in den Patch Notes. Interessant, interessant. Davon stand nichts in den Patch Notes. Was ist das? Sieht aus wie eine Kläranlage. Aber was kann man hier drin machen?
Gut, hier ist schon mal nichts drin. Da drüben ist eine Tür, aber auch hier ist irgendwie noch nichts weiter drin. Okay, haben die das Rennen langsamer gemacht? Ich verstehe. Oder ist das jetzt direkt ein Ablageplatz für den ganzen Scheiß, den wir mit dem LKW rumschleppen, dass der jetzt hier irgendwo abgelagert werden muss, um das Geld dann erst zu bekommen. Wer weiß, wer weiß, wer weiß, was sich die Entwickler dabei noch gedacht haben. Auf jeden Fall interessant, dass die Karte wieder mehr Leben bekommt. Ja, unser Kumpel ist auch wieder unterwegs. Ich habe auch übelst Durst. Wir sollten, glaube ich, mal wieder Richtung Shop fahren. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr Bock habt, am Samstag wieder einschaltet zum My Summer Car Livestream, um zu schauen, was das Ding hier eigentlich so alles kann. Oh. Okay, es ist allerdings wirklich sehr, sehr interessant. Wirklich, finde ich, eine lustige Sache auf jeden Fall. Es ist ziemlich laut auf jeden Fall. Muss ich schon sagen. Könnte etwas leiser sein. Aber ansonsten, geile Sache. Und sehr, sehr, sehr gewöhnungsbedürftig zu fahren auf jeden Fall. Aber als Notfallfahrzeug, wenn ihr mal irgendwo hängen bleibt oder euer Satsuma kaputt geht oder auf jeden Fall als Notfallfahrzeug auf jeden Fall sehr tauglich. So, ich gönne mir jetzt noch eine Kiste Bier und hoffe, wir sehen uns dann am Samstag zum My Summer Car Livestream. Und ja, kann man eigentlich in dem Moped was mitnehmen? Ne, kann man nicht. Schade. Schade, schade, schade. Oh. So war das jetzt nicht geplant. So. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Prost, Jungs. Und vielleicht bis Samstag. Ciao.